Der eigene Dschungel im Wohnzimmer. Ein neuer Trend. Der absolute Pflanzenhype ist ausgebrochen. Auf den sozialen Medien unter dem Hashtag Pflanzenmuddi werden immer mehr Beiträge geteilt. Und genau diesen Pflanzenhype wollen wir uns heute mal anschauen. Deswegen sind wir jetzt hier im Pflanzenkölle. Neben mir steht Frau Meurolo-Wolpert. Hallo. Und sie wird uns zeigen, was hier so der große Trend ist. Haben Sie das mitbekommen, dieser Pflanzenhype, der gerade rumgeht, an Social-Media-Kanälen vor allem? Was hat sich da im Laden verändert? Was wird bei Ihnen weggekauft? Also absolute Trendpflanze ist eine hier, das ist die Monstera, das Fensterblatt. Eine ganz normale, klassische Variante, die sich mittlerweile entwickelt hat zu dieser Variante. Das ist eine, die etwas kleiner bleibt, die wird nur so kniehoch. Während die hier, Sie sehen es vielleicht hier, deutlich höher werden kann, 1,80, 2 Meter, ist überhaupt kein Problem. Die ganz süß, die kleine. Ist auch, absolut zauberhaft. Die Monstera Minima gehört zur Pflanzenfamilie der Ach- und Stabgewächse. Sie kommt ursprünglich aus Südthailand und Malaysia. Sie wird ca. 150 cm groß und ist daher perfekt als Zimmerpflanze geeignet. Auch, dass sie für gute und frische Luft sorgt innerhalb der Räumlichkeiten. Die Monstera Minima mag es hell, aber kein direktes Sonnenlicht. Circa einmal in der Woche sollte sie gegossen werden. Die erste Schicht Erde sollte aber schon angetrocknet sein. Es wird empfohlen, sie regelmäßig zu besprühen, da sie eine hohe Luftfeuchtigkeit bevorzugt. Alle 2 bis 3 Wochen, vor allem in den Sommermonaten, braucht sie etwas Grünpflanzendünger. Da die Monstera Minima mit der Zeit wächst, sollte sie alle 2 bis 3 Jahre umgetopft werden. Wir haben hier 2 sehr schöne Pflanzen. Das sind die Strelitzien, die Paradiesvogelblumen. Das sind nicht nur Pflanzen, die tolle Blätter haben, sondern nach 3 bis 5 Jahren blühen die auch in orange-lila. Traumhaft schöne Blüten, die monatelang halten. 3 bis 5 Jahre, das heißt, da muss ich erstmal viel Arbeit reinstecken, ein bisschen um die Geduld. Belohnung zu bekommen. Ganz genau. Okay, das heißt eigentlich, so eine Pflanze ist schon ein langer Wegbegleiter. Absolut, also die Strelitzien, die Monstera, unterschiedliche Sachen können über Jahrzehnte bei Ihnen zu Hause sein. Jahrzehnte? Ja. Okay, Wahnsinn. Ja, sieht auf jeden Fall auch sehr schön aus. So eine nehmen wir nachher auf jeden Fall auch mit. Wunderbar. Die Strelitzia regina ist in Deutschland als Schnittblume schon relativ bekannt. Aber auch im Topf als Zimmerpflanze macht sie sich sehr gut. Ursprünglich kommt sie aus Südafrika. Sie kann bis zu 10 Meter hoch werden. Die Pflanze mag einen hellen Standort und viel Platz. Sollten sich Blüten bilden, was nach einiger Zeit passieren kann, sollte sie nicht mehr bewegt werden. Vor allem im Sommer braucht die Strelitzia viel Wasser. Im Winter kann sie dagegen weitestgehend trocken gehalten werden. Zwischen März und Oktober sollte die Pflanze einmal im Monat mit Kübelpflanzendünger gedüngt werden. Umgetopft sollte sie alle 3 Jahre, besonders auf die Wurzeln dabei achten, diese dürfen nämlich nicht verletzt werden. Haben wir noch eine weitere? Gibt es noch eine Pflanze, die unbedingt ins Wohnzimmer muss? Ja, unbedingt. Wir haben hier drüben einen ganz neuen Trend. Einen ganz neuen, ganz alten Trend. Die Pflanze gab es schon, als ich Lehrling war, vor über 40 Jahren. Damals stand die wirklich vorne in Metzgereien, in Fleischereien. Unkompliziert, pflegeleicht. Die Sansevierie oder Bogenhanf ist der deutsche Name, erlebt ein Revival. Die Nachfrage ist extrem hoch, das ist das pflegeleichteste, was es überhaupt gibt. Alle 10 Tage Wasser, 14 Tage Wasser, einmal im Monat unser Dünger, drehen, fertig. Okay, die nehme ich definitiv mit, weil ich habe nämlich keinen grünen Daumen und bei mir sterben nämlich sonst einmal alle Pflanzen. Da brauchen Sie sich gar keine Sorgen machen, da können Sie eigentlich nichts falsch machen. Die Sansevieria oder auch Bogenhanf ist eine der pflegeleichtesten Pflanzen. Ursprünglich kommt sie aus Afrika und gehört zur Familie der Spargelgewächse. Die Blättergröße kann zwischen 10 bis 100 cm variieren. Die Sansevierien brauchen sehr wenig Wasser. Es ist wichtig, dass die Erde trocken ist, bevor sie neues Wasser bekommt. Im Winter auf der Nordseite kommt sie gut und gerne mal 6 bis 8 Wochen ohne Wasser aus. Außerdem kommt sie hervorragend mit trockener Luft aus. Besprühen ist nicht notwendig, ist aber gut, um Staub und Ungeziefer zu vermeiden. Ein halbschattiger Standort und alle 4 Wochen ein Kakteendünger hilft ihr, gesund und glücklich zu bleiben. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns einen Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt,
dann einfach kräftig kommentieren.